Ja, und herzlich willkommen damit auf meinem kleinen Informationsvideo wieder. Und zwar geht es um das neue Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ihr habt sicher gemerkt, dass ich mittlerweile bis zu 5 Let's Plays auf dem Kanal habe. Ich habe damals, vor einem Jahr oder so, habe ich gesagt, 13 schon 4, jetzt bin ich bei 5 plus einem zweiten Kanal. Ich möchte dazu sagen, The Binding of Isaac Rebirth kommt momentan nur, weil es ein sehr schnell hochzuladendes Let's Play ist und ich es gerne momentan spiele. Und ich nehme ja so ziemlich alles, was ich spiele, auf. Also freizeitmäßig spielen durch, habe ich gar nicht mehr. Ich nehme alles auf, was ich spiele. Momentan feste Let's Plays sind Minecraft, sind The Forest, das wird noch eine Weile gehen. Torchlight wird, wenn es zu Ende geht, werde ich da erstmal gucken, ob ich da noch ein weiteres dahinter setze oder ob ich dann Rebirth weiterlaufen lasse. Das würde mir persönlich gut zugestehen. Da könnte ich auch ziemlich lange Folgen von Rebirth machen. Das weiß ich noch nicht. Und Rising World weiß noch nicht, wie lange es geht. Es kommt auch einfach, wie ihr das wollt. Was da so... Alter, was ist denn heute los? Was das so ein Updates kommt. Und ja, ansonsten, also ich bleibe bei den 5 Displays plus den Vlog-Kanal momentan, solange es geht. Wenn es nicht mehr gehen soll, dann wird wahrscheinlich dann Rising World aussetzen. Ich weiß nicht. Rising World ist, glaube ich, das Display, das dann wahrscheinlich mal aussetzen wird, wenn es mal nicht hochkommen sollte, alles gleichzeitig. Mal schauen, ich weiß nicht. Ja, das auf jeden Fall zur Information und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Videos.